Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Dungeon Keeper. Und wer in der letzten Folge mir mal geschrieben hat, was hier drin ist, nun, dann würde ich das gleich mal auflösen. Platz genug, eben gucken. Wir brauchen einen Trainingsraum vorher. Wir brauchen vorher einen Trainingsraum. Da sollte ich mich hier vielleicht erstmal drum kümmern, bevor ich da hingehe. Einmal die ganzen Räume ausbauen. Hier haben wir Platz für irgendeinen 3x3 Raum. Weil Raum bauen wir mal in die vielleicht Baracken. Genau. So, von hier aus können wir mal einen Gang zur Schatzkammer graben und hier einen größeren Raum anlegen. Den nicht. So. Das auch weg. Ein neuer Raum wurde erforscht. Hier auch. Vier mal fünf. Hier können wir die Handwerkskammer ausbauen. Hier müssen wir auch aushöhlen. Alles komplett. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Bibliothek ist zu klein. Eine Tür wurde hergestellt. Wenn ich es mir recht überlege, kann ich den Raum da hinten auch erst öffnen, nachdem wir alle Kreaturen so haben wollten, wie wir sie so bekommen haben, wie wir sie haben wollen. Das war so nicht geplant. Wir kommen mal zurück und versuchen dann zu verstärken. Eine Falle wurde hergestellt. Dann räumen wir da mal auf. Baracken ist fertig. Hier, was bauen wir hier hin? Trainingsraum kommt hier mal hin. Den anderen Platz halten wir mal frei für einen weiteren Schlafsaal. Den werden wir nämlich bei Zeiten brauchen, wenn wir hier mehr Kreaturen kriegen. Kommt hier. Hier kann ich mal sowas hier hinbauen. Folterkammer und Gefängnis. Und hier hinten kommt der Friedhof hin. Die sind hier fertig. Auch schon mit der U-Bahn. Sehr schön. Dann bauen wir hier eine große Schatzkammer hin. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Bibliothek ist zu klein. Ja, die ganzen Zauberer, die sind in der Bibliothek zugange sind. Lass die mal. Eure Versuche sind zwecklos. Was denn für Versuche? Ich bin hier wie blöd am Aufbauen. Hör auf zu meckern. Alltag. Sonst mache ich dich sofort platt. Neigen sich dem Ende zu. Oh, Zahltag. Hat Horny seinen gekriegt? Hm. Er ist ein bisschen leicht angepisst. Sagen wir mal so. Die Kohle muss schleunigst hier mal rein. Kriegst du ein bisschen Kohle hier. So. Die sind hier alle durch. Portal und... Ja, irgendwann werden die hier rauskommen. Hm. Eine Falle. Könnten wir nicht aber was noch machen. Friedhof. Friedhof. So. Der Ansatz steht. Jetzt baue ich die Schatzkammer aus. Fertig. Ims. Die anderen
6. Beziehungsweise erstmal 3 davon können anfangen zu trainieren. Nicht verstärken, trainieren. Ich brauche die nämlich auf Stufe 3. Dann geht das hier mit dem Gold um einiges schneller. Da ist eine Bibliothek, das ist Herz. Und hier oben ist ein Schlafsaal. Jede Menge Drachen sehe ich hier. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Bibliothek ist zu klein. Ich könnte mal hier oben kranken. Eine Tür wurde hergestellt. So. 3 habe ich ja noch übrig. 3 Imps. Die werden sich darum mal kümmern. Eine Falle wurde hergestellt. Es ist ein bisschen blöd mit der Lava hier, weil die... Der Wachposten verhindert, dass man direkt von der Lava auf den Wachposten kommt. Als Barrikade ist das natürlich sehr gut geeignet, wenn man irgendwie keine Türen hinsetzen will. Oder kann. Aber hier ist das doch so ein bisschen hinderlich. So. Verstärken. Ich will verstärkte Wände haben. Ich mag verstärkte Wände. Sie erhöhen die Effizienz der Räume und der Gegner kann nicht mehr durch. Das ist sehr praktisch. Wie viele Räume brauche ich noch? Den Friedhof muss ich ausbauen. Ich brauche auf jeden Fall Drachen, die ich ködern kann. Deshalb brauche ich auch einen Köderraum. Den setze ich mal hin. Na, so. Einmal 4x5. Das sollte reichen. Aushöhlen. Und warum ist dieser Elb eigentlich angeschlagen? Habe ich dem zwischendurch mal ein paar verpasst? Kann sein. Eine Tür wurde hergestellt. Gib Gummi. Kreaturen, die dann nicht über Lava gehen können. Wir werden eigentlich ein echtes Problem haben, wenn er zu unserem Herz zu gelangen, wenn die überhaupt hier rankommt, was ich bei dieser Kraft hier bezweifle. Hier sind Level 2. Hier wird fleißig gebaut. Unser Zimmer Troll ist auch gut dabei. Und die Zauberer muss ich bei Zeiten wegschmeißen. Trolle. Den Zinger behalte ich vielleicht, aber hier, den Rest, der kann weg. Köderraum. Der mit Abstand teuerste Raum. Aber auch einer der effizientesten. Man kann seine Armeen auf Kosten der des Gegners erhöhen. Und einen Tempel brauche ich noch. Wo sind meine Imps? Die sind 2. Wie weit sind die? Ah, halb durch. Eine Tür wurde hergestellt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das reicht. Gut. Attacke. Und erobern. Gleich hinterher. Kann ich den Tempel nicht noch hinsetzen. Verstärken. Die Zauberer könnten wir opfern, es bringt allerdings nichts. Eine Falle wurde hergestellt. Die werden einfach nicht angenommen. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Du bist eine traurige Ruine, du Schmalspur-Keeper.
Hier könnte der Trainingsraum von ihm sein. Das hört man darin an der Schlaggeschwindigkeit. Eure Handwerkskammer ist Bibliothek, ist nicht groß, das ist hier. Hühnerfarm. Nein, so ein bisschen durch Geräusche kann man herausfiltern, wo was ist. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Bibliothek? Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Hühnerfarm? Hier ist er am Graben. Wie blöd. Hier oben sind Diamantenminen. Der Grüne sitzt hier dran, der Blaue noch nicht. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Wenn er sich hier noch nicht durchgegraben hat, könnten wir theoretisch, aber ja, hier kämen wir in seinen Dungeon rein. Da könnten wir theoretisch hier oben durch und diese Diamantenmine für uns beanspruchen. Hier alles verstärken und dann kann er da nicht mehr ran. Aber das brauchen wir nicht, wir haben ja hier unten unsere eigenen. Ihr seid fertig, eine das ist gut. Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Die 6, die wir gerade eben Gold abgebaut haben, die können jetzt dahin. Hier mache ich auf. Das kriegen die natürlich sofort mit. Hammer. Zack, so. Was brauchen wir noch hier? Blitzfallen können wir nochmal hinsetzen. Ich mag es, wenn ich mein Herz so rundherum vermine. Zack, zack. Dann Indie-Fallen können die auch nochmal verwenden. Die sind ganz gut. Hier zum Beispiel. Alarmfallen. Hier, so. Haben wir eine runde Alarmfallen. Wenn ich... Hier könnte ich auch nochmal ein paar Fallen hinsetzen. Räume ich das weg? Nee, ich lasse das da. Da kommen Holztüren hin. Hier. Was bauen wir hier hin? So, da. Magische Tür. Magische Tür kommt hier hin. Wachposten. So, da haben wir den Raum auch genutzt. Eine Falle. Eisentür. Eisentüren immer für die Bibliothek, habe ich mir so angewöhnt. Und die können wir hier nochmal ein bisschen erweitern. Schön auf die Regale schmeißen. Magische Tür hier hin. Und hier kommt auch noch eine hin. Verstärkte Tür. Holztür. Da haben die Trolle auch wieder was zu tun. Hier dann die Giftgasfallen hin. Ach so, da kann ich eben gucken, wie Horny drauf ist. Eine Falle wurde hier. Oh, der ist little happy damit. So, und so langsam. Ah, hier, guck. Da sitzt er jetzt dran. Ah, er greift sich rum. Habe ich hier unten alles verstärkt? Ja, hier kommt er nicht durch. Hier kommt keiner durch. Dann soll er mal machen. Hier ist er noch nicht durch. Hier ist der Grüne durchgegangen. Wohl an das Gold hier. Kann ich mal eben nachgucken. Wie weit ist er da? Ja, der hat sich nur das Gold geschnappt. Das ist gut. Dann lass ihn mal. Komm, du wirst nicht weiterkommen. Blitzfallen. Giftgas. Eine Tür wurde hergestellt.
Alarm fallen. Eine Tür wurde. Die Schatzkammer füllt sich. Und das ziemlich schnell. Weil wir noch keine Kreaturen haben, die das Ganze hier vertrainieren. Ich hasse angeschlagene Imps. Haben wir hier noch irgendwo einen? Die ist ständig um die Säulen rennen. Da backen die sich auch ganz gerne mal fest. Eine Falle wurde hergestellt. So, hier haben wir Drachen. Oh, Level 6 ist einer. Sonst aber nicht sonderlich starke Kreaturen. Horny hat sich jetzt hier oben eingefunden, ist auch gut. Sechs können wir wegschmeißen. Vergebenem wird in euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Raus! Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. So, mal sehen, wer jetzt als nächstes kommt. Drei Trolle behalte ich mal. Ah ne, der Tempel war auf der anderen Seite. Hier, eine genau. Eine Falle. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Da kriegen wir zwei Orks für. Die trainieren. Genau das sollt ihr tun. Schauen wir doch mal, wie weit sind unsere Zauberer? Ja, das mit dem Forschen dauert jetzt ewig. Weil das der mächtigste Spruch im ganzen Spiel ist. Der hier, na, kommt hier, der unten. Und der kostet verdammt viel, ist aber auch der praktischste, weil wir dadurch in des Gegners Dungeon einbrechen können. Höllenhund. Warte, eine Falle wurde. Komm hier. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Wo ist Horny hin? Ach, hier unten wieder. Okay. 5, 6, und... Ah, die 6 sind hier fertig. So. Da ist noch ein Einser. Da ist ein Einser. Da ist ein Einser, gut. Trainieren, raus, trainieren, trainieren, raus. So, alles aussortiert. Der Rest der Ems kann jetzt mal meinen Dungeon auf Vordermann nehmen, genau. Fallen an Ort und Stelle. Ist da überhaupt noch jemand am Bauen? Ja, offenbar einen etwas größeren. Wie sieht es mit den... elenden Zauberer. Get out. Die eisernen Jungfrauen können mal forschen. Kann sich da auch mal zugesellen. Wir brauchen den Spruch vielleicht nicht unbedingt, weil wir hier oben durchkommen, noch durch das Gold. Und hier. Aber ich erforsche ihn trotzdem mal. Dadurch können wir nämlich auch ganz gut seinen Dungeon erkunden. Pardon, ihre beiden Dungeons. Eine Tür wurde hergestellt. Teufler. Teufler habe ich noch nicht. Und Drachen auch nicht. Ja, mir fehlt noch was in der Sammlung. Vor allem Drachen, die will ich haben. Die sind verdammt stark. Gefangennahme lasse ich aus. Brauchen wir nicht. Fleißig am Trainieren. Die Orks sind gut dabei. Eine Falle wurde hergestellt. Ist eigentlich irgendjemand noch am Verstärken hier irgendwo? Na komm, ich schließe ihn mal ab. Dann können die ungestört bauen.